vor dem Bundestag. Gerade findet vor dem Bundestag. Schon eine Assemblée statt. Schon eine Assemblée statt. Es gibt die Idee. Es gibt die Idee. Dort über Nacht zu bleiben. Dort über Nacht zu bleiben. Und dort bleibt auch länger Sonne. Und dort bleibt auch länger Sonne. Deswegen lasst uns. Deswegen lasst uns. Alle zusammen dort rüber gehen. Alle zusammen dort rüber gehen. Ruft eure Freunde an. Dass sie Zelte bringen. Und was zu essen und zu trinken. Die Assemblée braucht keine Führer. Occupy Bundestag. Occupy Bundestag. Yeah. Hallo, mein Name ist Michael. Ihr kennt sicherlich das Widerstandsgesetz, was im Grundgesetz unterlaubt quasi. Ich möchte keine Teile drehen, weil man kann uns ganz gut verstehen und ich muss jetzt nicht wie ein Schaf dem folgen, was hier vorne gefordert wird. Ich mache einfach mein Ding jetzt und erzähle, was ich erzählen möchte. Entschuldigung. Und zwar geht es darum, jeder sollte vielleicht von diesem Recht Gebrauch machen, des Widerstands gegen Staat, weil wird Zeit. Alle reden von Demokratie, in der Universität von Demokratie geredet, in der Schule wird von Demokratie geredet. Wir haben keine Demokratie, die hat das nie gehabt. Die Demokratie ist ein fucking Modell. Wir haben demokratische Strukturen, die abgebaut werden, immer mehr. Uns geht darum, wir müssen mit Polizisten reden, wir müssen die Polizisten auf unsere Seite holen, wir müssen mit den Bundeswehrleuten reden, wir müssen da Strukturen aufsprechen, wir müssen versuchen, alle Instanzen reinzukommen. Jeder sollte mit seinen Mitmenschen reden, in politische Gespräche verwickeln, mit Beamten reden, die auffordern, doch mal ihre internen Befehle zu hinterfragen, die sie haben, damit das System hier so am Laufen braucht, die Finanzkrise weiter gesteuert, so ihr Ding geht. Und im Endeffekt muss es darauf hinauslaufen, dass der Reichstag irgendwann besetzt wird, weil alleine werden nicht weggehen und dass aber auch die Medienstationen wieder besetzt werden, weil wir haben keine freien Medien mehr. Guckt euch mal um, was die internationale Presse schreibt, was die deutsche Presse schreibt, was für Themen die sich besetzen. Und das muss alles wieder zurückgeholt werden. Danke. Hallo, ich bin der Lutz. So. Hallo, ich bin der Lutz. Ich fordere eine Abschaffung sämtlicher Ratingagenturen. Denn sie haben uns diese Sache eingebrockt. Und Solidarität mit den Griechen. Denn das griechische Volk kann nichts dafür, was da passiert. Wir sind alle Griechen, wir sind alle Portugiesen.